Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euch die Telefonattentate freischalten könnt. Ja, da einige Leute mich danach gefragt haben. Und man mit den Telefonattentaten wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld in kurzer Zeit machen kann, will ich euch das mal zeigen. Ihr braucht auf jeden Fall eine Agentur. In der Agentur braucht ihr auf jeden Fall dann Zugriff zum PC. Und dort müsst ihr dann einen Security-Auftrag starten. Und zwar ist das Gang-Terminierung. Ihr müsst einfach die Mission einfach einmal starten. So, ihr müsst diese Mission einmal abschließen. Einfach dann das Gebiet dann verlassen zum Schluss. Und jetzt werdet ihr sehen, einen kurzen Augenblick, nachdem ihr die Mission dann abgeschlossen habt, werdet ihr oben links eine Meldung bekommen, dass die Telefonzellenattentate nun freigeschaltet sind. Das ist auf jeden Fall perfekt. Und ja, jetzt fahrt ihr einfach nur noch so ungefähr so 2, 3, 4, 5 Minuten durch die Lobby rum. Dann seht ihr oben links nochmal eine Meldung, dass ihr jetzt die Telefonattentate auch jetzt auf der Map euch anfordern könnt. Also ihr fahrt einfach zur Telefonzelle hin, die auf der Map angezeigt wird. So, das ist sozusagen jetzt die Vorbereitungsmission. Die müssen wir jetzt einmal abschließen. Wenn wir die Mission jetzt einmal abgeschlossen haben, dann können wir auch die Telefonattentate dann ganz normal übers Handy dann einfach anfordern. Ja, wir müssen uns einfach jetzt zu dem bestimmten Punkt begeben. Ihr müsst auch darauf achten, es gibt immer einen Bonus. Und den Bonus, den würde ich mir immer mitnehmen, weil für den Bonus kriegt ihr das meiste Geld. Ja, wenn ihr seht jetzt oben links den Attentat-Zusatzbonus, hol die Zielperson mit einem Taxi ab und erledige sie in einer Tankstellenexplosion. Da habe ich mir gedacht, da rufe ich einfach mal Downtown Co. und Cap & Co. an und fordere mir das Taxi einfach an. Dort einfach dann den Taxifahrer rausschießen. Die Zielperson dann einfach einsteigen lassen. Dann bin ich zur nächsten Tankstelle hingefahren und habe dann das Auto samt der Zielperson dann einfach in die Luft gejagt und habe dann einen sehr fetten Bonus bekommen. Ja, lasst euch jetzt nicht vor dem Geld irritieren. Das ist jetzt, weil es doppelt Geld gibt. Normalerweise gibt es 85.000 GTA-Dollar, wenn ihr die Mission abschließt. Und ja, das innerhalb von nur 5 Minuten. Und ja, wenn ihr die erste Einrichtung der Mission abgeschlossen habt, seht ihr, wir bekommen einen Anruf von Franklin. Und jetzt können wir die Telefonattentate auch ganz normal über Franklin uns anfordern. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.